Hallo und herzlich willkommen zurück zu This War of Mine. Ja, wir sind jetzt hier in der Nacht, in der Vorbereitung. Denn das letzte Mal konnten wir nichts weiter machen, deswegen bin ich jetzt weiter in die Vorbereitung gegangen. Wir haben sogar Roman jetzt mit dabei, der ist kampferprobt. Und den würde ich tatsächlich zum Plündern wegschicken, damit sich die anderen mal ein bisschen ausruhen können. Der ist müde, der ist leicht krank, immer noch hungrig. Das heißt, du kannst Wache stehen und die anderen schlafen im Bett, würde ich sagen. Schlafen, schlafen, plündern, das klingt doch ganz gut. Mal gucken, wo schicken wir den denn hin zum Plündern? Kleines Wohnhaus, eine große Menge Lebensmittel, das klingt doch ganz gut. Gefahr, dieses alte Wohnhaus gehörte einem älteren Paar. Achso, da waren wir doch. Waren wir da? Und dessen Sohn. Sie sind allerdings vor der Belagerung geflohen. Es ist seitdem verlassen. Aber laut Gerüchten sollen zwielichtige Gestalten dort Unterschlupf gefunden haben. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir dorthin gehen wollen. Besucht. Achso, deswegen steht da besucht, wo wir schon überall waren. Bombardierte Schule. Diese Schule wurde durch Mörsergranaten beschädigt. Hier ist seit langem nicht unterrichtet worden. Eine Gruppe von Leuten ist vor kurzem in das verlassene Gebäude gezogen. Vielleicht möchten sie mit uns handeln. Materialien, Waffen ist natürlich auch nicht schnell. Obdachlose hatten sich schon lange vor dem Krieg niedergelassen. Sie müssen schon immer... Achso, das kenne ich ja schon. Habe ich ja schon mal gelesen. Das Reisebüro ist neu dazugekommen. Die Angestellten des Reisebüros waren eine sehr gut organisierte Gruppe. Sie haben dem Militär lange Zeit lang die Stirn gehalten. Doch ein einziger Besuch von etwas zweifelhaften Abschauen hat gereicht, um ihr Siegeszug ein Ende zu setzen. Der neue Vorstand bietet nur noch Reisen an, bei denen man sich Radieschen von unten ansehen darf. Sie haben allerdings Nahrung, Waffen und Werkzeuge, die wir brauchen könnten. Vorsicht ist geboten. Das ist alles nicht so toll. Zum Plündern ist das alles nicht so. Stadtkrankenhaus. Es wurde mehrmals bombardiert, brennte und wurde wiederholt von Banditen geplündert. Trotzdem ist es noch in Betrieb. Ein Teil des Krankenhauses nimmt immer noch Patienten auf und rettet Leben. Das ist vor allem Dr. Jevimov oder so, einen renommierten Chirurgen zu verdanken. Er bleibt standhaft und hält den anderen Kurs. Eine Menge Lebensmittel. Ich würde sagen, das versuchen wir mal. Nee, wir nehmen jetzt mal nichts mit. Obwohl, wir könnten Zucker mitnehmen. Wir haben immer so viel Zucker. Nehme ich einfach mal Zucker zum Tauschen immer. Vielleicht hilft das ja. So, plündern. Ach ja, verdammt, ich wollte ja die ganzen Sachen mitnehmen. Das habe ich ja jetzt vergessen. Falls da wieder geplündert wird und so. Naja, okay, mal schauen. Gibt jetzt zumindest kein Zurück mehr. Wieder nur Materialien. Verlassen. Nee, ich wollte eigentlich alles nehmen. Entschuldigung. Da ist jemand. Okay, das nehmen wir wenigstens mit. Wer bist du? Oh Gott, der sieht nicht sehr nett aus. Der sieht sogar böse aus. Hallo, mach keinen Ärger. Nee, nee, mach ich nicht. Ich bin total nett. Schade, dass ich nicht mit denen reden kann. Du willst dir keinen Ärger machen, glaub mir das. Ja, glaube ich dir gerne. Okay, es sieht so aus, als wenn sie das alles schon eingenommen haben. Da schiebt jemand Wache. Und der setzt sich wieder hin. Ja, genau, setz dich mal wieder hin, das ist besser. Mal schauen, vielleicht finde ich ja was Tolles. Nehme ich trotzdem mit. Einfach mal mitnehmen. Oh, schon wieder Zucker. Ich habe extra Zucker zum Handeln mitgebracht. Nehme ich trotzdem mal mit. Falls ich dann was nicht brauche, dann kann ich es ja einfach wieder liegen lassen. Das wäre doch eine gute Idee. Gott, hier sind sehr viele Leute. Das kann ich jetzt mal nicht mitnehmen. Mal gucken, was ist denn hier drin. Da werde ich bestimmt gleich erwischt. Okay, verlassen. Ich lasse es ja schon. Das
sind aber auch gleich zur Stelle. Der Schrank sieht aber nicht so aus, als würde ich den nicht angucken darf. Okay. Wo geht's denn hier noch so lang? Ich muss unbedingt irgendwo hin, wo mich niemand sieht. Was ist das denn für eine Frau hier? Vielleicht da oben mal hin? Vielleicht habe ich ja Glück. Mein Herr, alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ich muss nur ein paar Sachen plündern. Hat mich jetzt jemand entdeckt? Oh, hier gibt es noch nie mal was zum Plündern. Oh, da ist jemand. Den habe ich natürlich gar nicht gesehen. Hallo, guten Tag. Gehen wir mal da oben hin. Da können wir doch auch wieder nicht hin. Guck mal hier durch. Auch wieder nur Kranke, oder? Können wir da durchgehen? Hallo. Mal gucken. Nur gucken. Ich mache keinen Ärger. Medikamente und alles. Okay. Jetzt gehen wir wieder zum Ausgang. Alles gut. Ist nichts passiert. Tschüss. Wir sehen uns wieder. Nee, ich leg mich nicht mit dir an. Alles Paletti hier. Haben ein bisschen was mitgenommen. Ja, Mensch, was soll man denn sonst machen? Roman ist zurück. Was soll man denn sonst machen? Ganz ehrlich. Anders kommt man ja nicht an diese Lebensmittel und sonst was, Medikamente ran. So, Tag 8. Okay, Roman scheint vielleicht doch ein Verbündeter zu sein. Schauen wir mal. Pavel steht wieder auf. Was für eine Nacht. Ja, was für eine Nacht. Du sagst es, Pavel. Ach nee, Quatsch, du bist ja gar nicht Pavel. Nein, schon wieder ausgeplündert. Sie waren stark bewaffnet und haben gut gekämpft. Verdammt. Bruno wurde leicht verletzt. Falsche Richtung. Marco hat eine tiefe Wunde. Er könnte... Oh, so eine Scheiße, ey. Ich wusste ja, ich hätte das alles mitnehmen sollen. Gut, dass ich wenigstens hier ein bisschen was bekommen habe. Leicht krank, leicht verletzt. Traurig, ja, ich bin auch traurig. Verletzt, erholt sich. Pavel, hungrig, leicht krank. Oh Gott. Leicht krank. Hier, nimm mal Medikamente, Pavel. Du musst unbedingt wieder gesund werden. Leicht verletzt. Bruno war der leicht Verletzte jetzt, ne? Dann würde ich sagen, oder wer war das? Erholt sich. Ja, dann muss er mal sich verbinden. Der erholt sich noch. Oh mein Gott, das werden immer mehr. Das ist gar nicht so einfach. Okay. Leicht krank ist Pavel. Dir geht's einigermaßen gut, Roman. Wir brauchen ein Bett. Mal gucken, ob ich noch ein Bett craften kann. Puh. Aber was haben die denn mitgenommen? Die haben doch gar nicht so viel mitgenommen. Sieht so aus. Außer hier ein bisschen was zu essen. Na gut, ich konnte das jetzt nicht, kann das jetzt nicht so richtig nachvollziehen, weil ich ja jetzt was mitgebracht habe. Ja, ich kann überhaupt nichts craften. Das ist scheiße. Was brauche ich denn dafür noch? Holz brauche ich. Na klar, das, was ich alles da gelassen habe. Gut, also wir brauchen unbedingt Holz. Okay. So. Ah, du mit deinem blöden Rauchen. Du brauchst nicht unbedingt was zu rauchen. Das ist eine gute Gelegenheit, aufgehört zu rauchen hier. So, du erholst dich. Traurig. Oh Mensch, mein lieber Pavel. Was machen wir denn da? Ja, erstmal hier die Dose auf, würde ich sagen. Du musst wieder gut werden. Ach, ich kann ja noch weiter wegzoomen. Ich bin ja schon ganz dicht dran. Das fühlt sich besser an. Genau. Setz dich mal hin. Vielleicht
Ist das ganz gut für dich? Leicht verletzt, müde, traurig, bandagiert. Ah, du musst dich erstmal hinlegen. Die Verletzten müssen sich hinlegen. Das geht nicht anders. Ja, wir bräuchten auch noch einen Stuhl oder so. Wir haben ja überhaupt nichts mehr. Na, mal gucken. Pavel erholt sich auch. Marco. Pavel ist auf Medikamente. Ja, dann bleibt nur Roman, der tatsächlich ein bisschen plündern gehen muss, ne? Na gut. Müssen wir ihn auch noch mit versorgen? Hilft wohl nichts. Ich hoffe auch, dass es nichts Ernsthaftes ist, Pavel. Du bist ja mein kleiner Läufer, der beste Plünderer des ganzen Universums. Okay. Nicht sehr gesättigt, aber es ist Essen. Da hast du wohl recht. Und er kann sich leider nirgendwo mehr hinsetzen hier. Das finde ich mal so ein bisschen schade. Setz dich doch auf den Boden. Wie wäre das denn? Hält er für keine gute Idee. Okay. Alles klar. War ja nur ein Vorschlag. Wir haben Glück, dass es jetzt so nicht kalt ist. Ja, das stimmt. Okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig weiter. Es ist echt gar nicht so einfach. Wir müssen halt echt einen guten Plünderer-Trupp machen. Weil hier gibt es sonst auch nichts mehr. Okay, ich wollte heute mal etwas kleinere Folge machen, nicht ganz so lang, weil die letzte ja schon ewig lang war. Ich achte einfach immer nicht auf die Zeit irgendwie, wenn ich das Spiel hier spiele. Ja, was sollen wir unternehmen? Ich kann nichts craften. Ich muss Materialien anscheinend ausrauben. Oder suchen. Suchen, nicht ausrauben. Suchen. Okay, in der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen Materialien sammeln. Essen hat natürlich trotzdem immer große Priorität, aber wir brauchen auch immer noch so ein paar Sachen, die wir benutzen können, um uns zu verteidigen. Vielleicht sollte ich Roman auch da lassen, weil der ist ja kampferprobt, obwohl er ein bisschen unheimlich aussieht, wie ich finde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.